Ja, hallo, liebe Leute, aus dem sonnigen Schweden. Viel zu trocken schon wieder, lange nicht geregnet. Gut für die Holzstämme, aber die müssen natürlich geschützt werden vor Wind und Wetter und vor allen Dingen vor dem fiesen Bläuepilz. Deswegen habe ich mir vor einiger Zeit ein paar Zutaten bestellt, mit denen ich selber was anrühre, mit denen ich versuche selber ein Holzschutzmittel anzurühren. Den ersten Stamm habe ich jetzt schon halbiert. Bin dabei, den zu hobeln. Die ersten Stämme werden ja praktisch jeweils eine Hälfte. Ja, und die möchte ich jetzt natürlich auch gleich von unten schützen. Von oben natürlich auch, aber so habe ich die Gelegenheit, die von unten zu schützen. Und werde mir jetzt als nächstes mal mein Holzschutzmittel anrühren. Und die Zutaten dazu zeige ich euch. In das Holzschutzmittel kommt Pfefferminzöl, Oreganoöl, 100 Milliliter jeweils, Thassium-Tabletten, Schwarzkümmelöl, 180 Milliliter, Cetearylalkohol, MSN-Pulver, Kaliumcarbonat. Ja, und Kaliumcarbonat ist das Einzige, wo man auch ein bisschen vorsichtig mit sein muss. Ich denke, wenn das in genug Wasser gelöst ist, ist es auch nicht mehr so schlimm. Aber besser ist, wenn man da vorsichtig mit umgeht. Das Ganze wird umgerührt. Am besten natürlich mit Schutzmontur. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass das nicht zum Nachahmen natürlich gedacht ist. Vorsichtig mit irgendwelchen Chemikalien zusammenrühren. Da kann auch mal was schief gehen. Ich bin zwar kein Chemiker, aber es ist Gott sei Dank nicht zu einer Explosion gekommen. Trotzdem werde ich beim Auftragen des Holzschutzmittels lieber vorsichtig sein und eine Maske tragen und eine Schutzbrille. Ich habe das Ganze jetzt mit ungefähr 6 Litern Wasser zusammengerührt. Werde das Ganze dann als nächstes filtern und einfüllen und dann vorm Sprühen nochmal durchfiltern und mit Wasser vermischen. Ungefähr im Verhältnis 50-50. Das selbstgemachte Holzschutzmittel ist jetzt eingezogen und die Stämme, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht mit der Farbe, sind eigentlich so grün geworden, sehen fast so aus, als wären sie Kesseldruck imprägniert. Ja, ich glaube, ich muss das noch weiter verdünnen und werde das jetzt mit den nächsten Unterseiten von den nächsten Stämmen noch probieren. Das ist nicht so schlimm, wenn die ein bisschen grün sind. Da sieht man das ja nicht, aber ansonsten muss ich das so lange verdünnen, bis es nicht mehr so farblich doll durchschlägt. Ich denke mal, dass das so tatsächlich auch eine Wirkung haben wird, wenn es so aussieht. Ja, man wird es sehen. Bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze im halben Jahr aussieht. Weil ich wollte jetzt eigentlich weder blaue noch grüne noch braune noch irgendwelche farblichen Stämme haben, sondern einfach nur möglichst die Naturholzfarbe erhalten. Dass die nachdunkeln, ist schon klar. Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal verdünnen. Die ersten Stämme liegen, wo sie sollen. Von unten sind sie sehr gut geschützt. Aber das Mischverhältnis war offensichtlich zu doll, weil das Holz hat die Farbe verändert und deswegen habe ich das jetzt noch mal um einiges verdünnt und werde das Ganze jetzt noch mal verdünnt auf eine kleine Stelle da aufsprühen. Gerade am Ende, da säge ich sowieso noch was ab und ansonsten schäle ich da noch mal ein bisschen was weg, falls das wieder zu dunkel werden sollte. Mal sehen, ob es jetzt nicht verfärbt. Ich werde so 2 Stunden warten und dann noch mal gucken, ob sich da irgendwas von der Farbe tut. So eine ganz leichte Farbveränderung, da kann ich ja mit leben, aber so wie das gestern aussah, das war zu doll. Und ich hoffe, das schützt dann noch. Das wird sich natürlich überhaupt erst rausstellen, ob es gegen Bläue schützt. Das denke ich mal, wird man frühestens im August sehen, aber dann mache ich auf jeden Fall noch mal ein Update zu diesem Video.
ob das Holzschutzmittel gelangt hat oder funktioniert hat in irgendeiner Weise. Und ja, dafür muss es natürlich auch viel regnen und so richtig feuchtnasses, warmes Klima sein, denn kommt dieser blaue Pilz normalerweise richtig rasant. Kann man gar nicht so schnell gucken, wie der sich ans Holz ransetzt. Aber ich bin guter Dinge, dass das funktioniert mit dem Kram. Ansonsten werde ich das einzig verfügbare Holzschutzmittel auf ökologischer Basis in Deutschland bestellen. Meiner Kenntnisse wird man in Schweden das nicht finden, ein ökologisches Holzschutzmittel. Aber in Deutschland habe ich schon geguckt, gibt es eins, was gegen Bläuepilz hilft. Allerdings muss das Holz da auch schon eine gewisse Trockenheit haben, dass das überhaupt aufgenommen werden kann. Ich habe jetzt ein paar Stunden gewartet und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Zumindest farblich. Alles andere kann man jetzt ja noch nicht sagen. Aber es ist etwas dunkler geworden, aber keine größere Farbveränderung. Die Stämme werden ja sowieso mit der Zeit dunkler. Ich denke mal, das ist okay so. Dann kann ich jetzt die beiden halben Stämme auch einsprühen. Der Wind kommt gerade von hinten und bei der Verdünnung, denke ich, sollte auch nichts weiter passieren. In Bezug auf das letzte Video ist das Dach vom Trecker weiß geworden. Ich finde, das sieht gut aus. Ich hoffe, das Ganze wirkt jetzt auch, aber das kann ich natürlich jetzt noch nicht beurteilen. Ich werde mich jetzt an den nächsten Stamm ranmachen und sage bis nächstes Mal.